Was ich euch schon immer mal sagen wollte, für alle Dashcam-Marken gilt das. Wenn eure Dashcam rumzickt, aus den komischsten Gründen, es ist sehr oft die Speicherkarte kaputt. Die Speicherkarten sind Verschleißteile, das muss euch klar sein. Probiert, bevor ihr den Support kontaktiert oder irgendwie die seltsamsten Sachen ausprobiert, macht erstmal eine andere Speicherkarte rein und denkt dran, dass die schnell genug ist. Da steht immer Klasse 10, das reicht nicht, die Zeiten sind vorbei. Da muss auf der Karte U3 oder V30 draufstehen. Alles andere Speicherkarten taugen einfach nichts. Meistens ist der Fehler schon sofort behoben, sobald eine andere Speicherkarte drin ist. Wenn das nicht klappt, auf jeden Fall auf Firmware-Updates prüfen. Die Dashcams kriegen auch Jahre später noch Firmware-Updates. Macht ein neues Firmware-Update drauf, wenn das nicht geholfen hat, oder auch gleichzeitig noch mit die Werkseinstellungen wiederherstellen. Und wenn das dann alles auch noch nicht funktioniert, also neue Firmware drauf, eine andere Speicherkarte ausprobiert, die mindestens U3 oder V30 ist, und wenn das dann auch noch nicht funktioniert hat, dann könnt ihr euren Support kontaktieren. Aber ich sage euch, die allermeisten Fehler kommen durch eine kaputte Speicherkarte. Eigene Erfahrung, ich fahre seit 2014 mit Dashcams durch die Gegend. Habt ihr auch noch Tipps oder sonstige Klugscheißereien? Ab damit in die Kommentare. Schreibt gerne direkt euer Modell mit dazu, damit auch eventuell anderen Leuten geholfen werden kann. Wir könnten hier aus diesem Video einen Hilfepool machen, weißt du? Dass man sich gegenseitig selber hilft in den Kommentaren. Macht's gut, Leute. Tschüss! Jetzt im Arsch, ja. Oh, ist das? Speicher immer noch küsst. Genau, jetzt hätte sie sich. Nö, hatte sie nicht. Ich hatte zwei verschiedene Speicherkarten immer beim Wickel und mit der einen Speicherkarte trat dieser Fehler auf und mit der anderen einfach nicht. Das ist dann irgendwann mir aufgefallen. Sie hat noch jahrelang dann ohne diese eine Speicherkarte weitergelaufen.